Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, eine weitere Folge von Colony. Heute werden wir wieder zum Mond fliegen. Und zwar hiermit. Ihr kennt doch schon mein Mondversorgungsraumschiff. Ich habe das etwas dünner gemacht, weniger Treibstoff. Es hat quasi genau dieselbe Fähigkeit, was ein bisschen lustig ist. Es hat halt weniger Masse und trotzdem ist es fähig, dasselbe zu tun. Das liegt nämlich daran, dass ich hier die zweite Stufe nicht nur für den Orbit benutze, sondern auch nur noch, um ein bisschen weiter zu fliegen. Jedenfalls ist das hier die Atlantis 3. Und ja, ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. Wir sehen uns gleich wieder. So, normalerweise würde ich ja jetzt hier abkoppeln, aber nein, das machen wir nicht. Wir fliegen nämlich zum Mond. Und zwar so, wie es ist. Ich muss einmal umdrehen. Ihr seht, ich habe noch Tonnen von Treibstoff. Deshalb fliege ich jetzt noch ein Stückchen weiter mit dieser Stufe. Und zwar so lange, bis ich halt nur noch, ich glaube, ja, sagen wir mal 6% habe. So. Okay, ich glaube, wir machen es vorher, vielleicht jetzt, so bei 10%. So, jetzt müssen wir zum anderen gehen, da wechseln. Ja. Da haben wir uns eine ganze Menge Treibstoff gespart. Wir können jetzt einfach mit massig Treibstoff zum Mond fliegen. So, dann warten wir mal kurz. Und jetzt einmal abspeichern.
So, da sind wir. Wir sind auf dem Mond mit unserer tapferen Crew. Jetzt werde ich die Landebahn einfahren. Und, ja, komm schon. Wir gehen ein Stückchen nach rechts. Noch ein Stück. Und aus. Komm schon. Ja, da haben wir angedockt. Wir brauchen keinen Treibstoff mehr, okay. Ja, wir haben angedockt. Jetzt können die Astronauten in der Mondbasis leben. Ich glaube, die Sonne lassen wir auch erstmal da. Sieht doch ganz schön aus. Mit unserer Riesenrakete neben diesem winzigen Turm. Ah, der Turm ist sogar ein Stückchen größer noch. Auf jeden Fall haben wir das hier. Wir lassen das jetzt einfach mal erstmal so. Ist ja schließlich die erste Mondmission. Navigation beenden. So, was haben wir hier? Wir müssen zurück zur Erde. Mit diesem Modul hier. Ah. Moment. Das machen wir einmal so. So, und nein, RCS-Düsen. Ja, so wird das was. Nehmen wir mal 15. 15 Kilometer. Die hier die Landebeine müssen wir einfahren. Einmal umdrehen. Und dann geht's abwärts. Wir wären echt schnell mit 2300 Metern pro Sekunde düsen wir hier lang. Aber wir wären auch ganz schön schnell langsamer. Deshalb wird das kein Problem sein. 10% Treibstoff, das geht. So, die Landung ist geschafft. Wechseln wir mal kurz zur Mikroraumstation. Beenden. Und beenden. Dann gehen wir raus. Fokussieren mal. Und das da. RCS-Düsen aus. Und da sind wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss.